Ja, ist ja gut, kannst ja überholen. Ja, das sieht jetzt flüssig aus, nur halt nicht so flüssig. Wie ich es eigentlich haben wollen würde. Und los geht's. Hauptsache grün, ne? Gut, mehr ging jetzt nicht, ehrlich gesagt. Was natürlich schade ist, aber was soll ich machen? So. Hier noch ein paar Pünktchen, egal. So, dass wir da nicht drin sind, das ist klar. Oh, aber noch 16. geworden. Wow. Hat doch nicht so schlecht gewesen. Damit sind wir sogar in der nächsten Runde, aber ich werde keine Runde fahren. Also auf keinen Fall. Was habe ich jetzt gesagt? Ich hatte noch den ersten Motor drin, ne? Dann lasse ich den auch drin. Machen wir jetzt mal beenden, weil alles andere ist Quatsch. Damit sind wir 16. Ein angenehmer 16. Platz. Oh, und Dings kommt sogar auf Level 6, oder? Nee. Anscheinend doch nicht. Okay. Doch nicht auf Level 6. Gut, dann fahren wir jetzt das Rennen gleich. Rennen, rennen, rennen. Rennen, rennen, rennen. Wenn, dann rennen. Ja, Monaco. Da bin ich natürlich mal gespannt, was ich da für Kacke baue wieder. Ich versuche natürlich vorsichtig zu fahren, aber versprechen kann man natürlich wieder nichts. Gut. Haben wir noch irgendwas zu sagen? Regen gibt es nicht anscheinend. Was natürlich gut ist. Jetzt kann ich hier nochmal gucken. Ja, wir haben noch immer noch den ersten. Den lasse ich auch schön drin. Was haben wir bisher so? Ich weiß das gar nicht mehr. Wir sind ganz unten natürlich. Wir sind einmal 16. und einmal. Wir sind noch nicht DNF gewesen. Dann können wir uns das auf jeden Fall leisten. Also 16. und 12. sogar in Spanien. Wow. Was hat mich denn da gerissen? Wahrscheinlich eine Rückblendung. Eine schöne Rückblende. Aber ganz ehrlich, bei dem Grip in dem Spiel, welches einfach mal gar nicht vorhanden ist, finde ich, wenn man ohne Traktionskontrolle spielt.